Herzlich willkommen zum Vorschlag über esoterische Programmiersprachen. Freut mich, dass ihr da seid. Esoterische Programmiersprachen, was ist das überhaupt? Also der Begriff esoterisch kommt aus dem Altgriechischen esoterikos und bedeutet so viel wie aus zu dem inneren Kreis gehören. Das bezog sich ursprünglich auf die Lehren des Pythagoras, seine Geheimlehren irgendwie. Der Begriff veränderte dann so die Bedeutung von diesem über irgendwie etwas Mystisches bis hin zu irgendwelchen Sachen, die sich so auf nur so auf theoretische Konzepte basieren und irgendwie keine praktische Anwendung haben. Ne? Und das ist hier so der Fokus, um den es geht. Also esoterische Programmiersprachen sind solche, die halt nicht dafür entwickelt wurden, dass sie irgendwie nützlich sind, sondern andere Ziele haben. Zum Beispiel einen Proof of Concept darzustellen, irgendwie ein Konzept zu demonstrieren, ne? Irgendwie künstlerischer Ausdruck zu sein, eine Herausforderung darzustellen, entweder für den Anwender oder für den Designer der Sprache selbst oder einfach ein Witz zu sein. Naja, und in dem Vortrag möchte ich euch 5 völlig verschiedene Sprachen vorstellen, die alle relativ prototypisch so für ihre jeweilige Kategorie sind. Und was sie gemeinsam haben, ist, dass alles imperative Sprachen sind und außerdem sind alle Turing-vollständig. Ja, man kann mit ihnen eine Turing-Maschine simulieren oder anders gesagt, alles berechnen, was man auch mit verbreiteten, normalen Programmiersprachen machen kann. Das ist bei manchen relativ erstaunlich. Gut, und die erste Sprache, die ich euch zeige, ist Brainfuck. Das ist sicher vielen von euch ein Begriff. Die Sprache wurde 1993 entwickelt von Urban Müller. Der war zu dem Zeitpunkt Physikstudent in der Schweiz, hat irgendwie an seiner Uni so ein Online-Archiv übernommen von Amiga-Software. Aminet nannte sich das. Und in dieses Archiv hat er dann selber 1993 den ersten Brainfuck-Compiler hochgeladen. Was da seine Motivation war, dass er eine Sprache entwickelt, deren Compiler möglichst klein sein kann. Ne? Also sein Compiler, den er hatte, den man auch immer noch sehen kann, ist knapp 300 Byte groß. Fun Fact, das ist ungefähr doppelt so viel wie der gesamte Text, den ihr gerade auf der Folie seht. Ja, und diese geringe Größe konnte er halt dadurch erreichen, dass die Sprache selbst eine ganz minimalistische Syntax hat. Also die verwendet nur diese 8 Kommandos, die ihr da seht. Spitze und eckige Klammern, Punkt und Minus, Komma und Punkt. Ja, und mit denen kann man alles machen. Der Name der Sprache, also Brainfuck, ist ein umgangssprachlicher Begriff, der sich auf ein schwer zu verstehendes oder kompliziertes Ding bezieht. Ja, und darauf kam er sicher, weil er sich irgendwie dann Source Code angeguckt hat seiner Sprache und das war dann so Sonderzeichen und wenn man da nicht weiß, was passiert, versteht man das halt nicht. Aber wir gucken uns mal ein paar Beispiele an. Dieses Programm funktioniert so, also erstmal das Konzept von Brainfuck überhaupt, das zugrunde liegende Modell ist, dass es ein Tape gibt, was irgendwie unendlich lang ist und in einzelne Speicherzellen eingeteilt ist, die jeweils ein Byte speichern können, ne? Eine Zahl von 0 bis 155. Und auf diesem Tape fährt dann ein Leseschreibkopf herum. Naja, und mit spitzen Klammern zum Beispiel bewegt man jetzt diesen Schreibkopf nach rechts. Also was das Programm als erstes macht, ist den Schreibkopf 3 Schritte nach rechts zu fahren. Dann kommt das Komma, das liest von dem Benutzer ein ASCII-Zeichen ein und speichert dessen Wert in der aktuellen Zelle. Genau, das Minus zieht halt von dem aktuellen Wert 1 ab. Und der Punkt gibt dann das ASCII-Zeichen, das wir gerade in der Zelle haben, aus. Dann fahren wir wieder 3 Schritte nach links. Dann erhöhen wir den Wert, der da steht, um 10. Ne? Standardmäßig sind alle Zellen auf 0 initialisiert. Das heißt, da haben wir jetzt eine 10 drin stehen. Und dann geben wir das auch nochmal als ASCII-Zeichen aus. Das heißt, was dieses Programm macht, wenn man dem ein F als Eingabe gibt, ist im Alphabet 5 nach vorne zu schieben. Dann hat man ein A und dann das ASCII-Zeichen mit dem Wert 10 auszugeben. Das ist halt ein Zeilenumbruch. Genau, und in dem Programm haben wir jetzt halt schon mal 6 der 8 Zeichen drin. Das jetzt folgende Programm hat noch die beiden letzten. Wir erzeugen uns in dem Programm als erstes eine 5. Und die eckigen Klammern sind dann ein Schleifenkonstrukt. Ja, die öffnende Klammer prüft, ob wir gerade im aktuellen Feld eine 0 haben. Und nur wenn man dann eine 0 hat, dann überspringt es die Schleife. Dann springt es halt zur schließenden Klammer. In jedem anderen Fall, so wie hier, jetzt haben wir dann eine 5 stehen, ne, geht es in die Schleife rein. Und was dieses macht, ist, von dem aktuellen Wert 1 abzuziehen, 1 nach rechts zu fahren, dort 1 drauf zu addieren und wieder nach links zu fahren. Und das wird jetzt so lange wiederholt, bis in dem Feld, bei dem wir dann am Ende der Schleife sind, auch wieder eine 0 ist. Denn dann wird die eckige Klammer
die Schleife beenden. Ja, wenn wir da etwas haben, was keine Null ist, zum Beispiel zu dem Stand gerade haben wir da eine 4 stehen, weil wir eins abgezogen haben, dann springt es wieder zu öffnenden Klammer und das Ganze wird wiederholt. Das heißt, was dieses Programm macht, ist sich eine 5 erzeugen und das dann eine Zelle weiter schieben nach rechts. Genau. Und das noch das dritte Beispielprogramm. Das sieht schon ziemlich brainfuckig aus. Aber das möchte ich euch erklären, was es tut. Ich habe es euch, genau, hier ist ein Beispiel. Es kriegt ein H und gibt dann die Binärdarstellung dieses ASCII-Zeichens aus. Genau. Auf der nächsten Folie habe ich das mal hübsch eingerückt. In Brainfuck ist es ganz praktisch so, dass man Whitespace beliebig reintun kann. Das wird einfach ignoriert. Genauso wie auch Buchstaben oder andere Zeichen, die nicht diese 8 sind. Das bedeutet, man kann da auch so Inline-Kommentare reinschreiben. Das ist eigentlich ganz nett. Genau. Und in dieser Darstellung sieht man ein bisschen klarer, was die einzelnen Teile davon sind. Also ihr seht das Tape, was auf 0 initialisiert ist. Wir sind da gerade auf dieser blau markierten mit dem Kopf und ziehen davon als erstes 1 ab. Dann kriegen wir einen Underflow und kriegen diese 255. Und das dient uns später als Marker, um die Startposition wiederzufinden. Genau, in Zeile 2 beginnt dann so die äußere Schleife. Was die als erstes macht, ist ein Feld nach rechts laufen und das erste Zeichen vom Benutzer eingeben. Das ist hier das H. Kriegen wir den ASCII-Wert 104. Und die Schleife, die jetzt startet, in Zeile 4, wird diesen Wert nehmen und auf den 8 Stellen links von dem Marker die Binärdarstellung berechnen. Das funktioniert so, dass wir erstmal 2 nach links fahren. Dann kommt in Zeile 6 die Schleife, die guckt, ob wir eine 0 haben, ja, die öffnende Klammer. In diesem Fall ist es tatsächlich so. Deshalb wird die zum jetzigen Zeitpunkt erstmal übersprungen. Und in Zeile 7 addieren wir da eine 1. So, und was Zeile 8 dann macht, ist wieder zum Marker zurückfinden. Das funktioniert so, dass es erstmal 1 addiert und dann kommt wieder so eine Schleife, die guckt, ob da jetzt eine 0 ist. Das ist halt nur dann so, wenn da vorher eine 255 war, ne, auf die wir dann 1 addiert haben. Das heißt, in diesem Fall zum Beispiel, wo vorher eine 1 war, haben wir jetzt eine 2 und deshalb gehen wir in die Schleife rein. Das Minus setzt es wieder auf den Wert zurück, den es vorher hatte. Und dann fahren wir 1 nach rechts und probieren das dann nochmal, ob da vielleicht der Marker ist. Ja? Wir addieren 1 und die schließende Klammer guckt dann, ist da jetzt eine 0. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, weil wir beim Marker angekommen sind. Dann wird diese kleine Schleife verlassen und mit dem Minus setzen wir es wieder zurück auf den ursprünglichen Wert. Genau, in Zelle 9 fahren wir wieder auf unser ASCII-Zeichen und ziehen von dem 1 ab, weil wir jetzt ein Byte von dem auf die linke Seite geschaufelt haben. Und damit ist diese innere Schleife zu Ende. Und weil wir da jetzt noch was übrig haben, nämlich 103, fahren wir wieder in Zeile 4 und machen das nochmal. Wir gehen 2 nach links. Jetzt kommt wieder diese Schleife, die guckt, ob da eine 0 ist. In diesem Fall ist da keine. Deshalb gehen wir rein, ziehen da 1 ab und gehen 1 nach links. Das heißt, was diese Zeile 6 macht, ist, alle Einsen, die wir haben, auf 0 zu setzen und sich dann auf ein Feld links daneben zu setzen. Und da addieren wir jetzt 1. Das heißt, das ist ein Schieberegister, was wir da haben. Ja, da schieben wir einzelne Bits rein und kriegen dann die Binärdarstellung. Genau, und in Zeile 8 machen wir es wieder, dass wir den Marker zurückfinden. Ja, da ist irgendwie keine 250 gewesen, da auch nicht. Wird die Schleife wiederholt. Und hier haben wir unseren Marker gefunden und verlassen dann die Schleife und ziehen da wieder 1 ab. Genau, gut. Und das machen wir jetzt 102 Mal. Dann haben wir diese Situation, dass wir auf dem rechten Feld nur noch 0 übrig haben und auf der anderen Seite haben wir die ASCII-Darstellung. Genau, in Zeile 11 lesen wir dann auf das allererste Bit davon. Und was jetzt Zeilen 12 bis 17 machen, ist das Ausgeben. Das ist nicht so richtig spannend, deshalb erkläre ich das nicht im Detail. Im Wesentlichen, was das einfach macht, ist, in dem äußeren Schleifenkonstrukt immer wieder zu gucken, sind wir gerade beim Marker? Wenn nicht, dann mache ich mal was und gehe dann nach rechts. Und was es macht, ist halt auf den Wert, der da in dem Feld steht, eine 48 addieren und dann das ASCII-Zeichen auszugeben, ne? Was dazu führt, dass wir dann tatsächlich die Zeichen 0 und 1 ausgeben können. Genau, und dann haben wir unsere Ausgabe für das kleine H. Jetzt sind wir in Zeile 18, ganz am Ende der äußeren Schleife. Und das können wir jetzt beliebig wiederholen für den restlichen Input. Genau, so funktioniert dieses Programm. Brainfuck? Ein bisschen. Ja, genau, hatte ich schon gesagt. Das ist sicherlich die bekannteste esoterische Programmiersprache.
Es gibt irrsinnig viele Implementierungen davon. Eine ganz coole ist AWIP, steht für Brainfuck Compiler Written in Brainfuck. Also ist tatsächlich in Brainfuck geschrieben. Und kann nicht nur Binaries ausgeben, sondern zum Beispiel auch Ruby-Code und C-Code und Java und so. Und es macht Optimierungen. Das ist auch ziemlich geil. Also es ist echt eine coole Implementierung. Jo. Der kleinste Interpreter, den es gibt, ist 98 Byte groß. Er ist mal bei einem Wettbewerb entstanden, das ist irgendwie ein MS-DOS-Executable. Und ich glaube, der kleinste Compiler, den es gerade gibt, ist so 200 Byte ungefähr. Der ursprüngliche von Urban Müller waren ja so knapp 300, genau. Und jemand hat einen Text-Adventure geschrieben. Das fängt so an. Aber das erkläre ich euch jetzt nicht, das müsst ihr euch vielleicht mal selber angucken. Es gibt auch viele Varianten von Brainfuck. Da habe ich euch mal ein paar aufgelistet. Unter anderem gibt es Doublefuck. Das benutzt zwei Tapes, auf denen man sich unabhängig voneinander herumbewegen und rein und raus schreiben kann. Es gibt Boolfuck. Da können die Zellen nur einzelne Bits enthalten. Was dazu führt, dass Plus und Minus das Gleiche machen. Ja, da kann man dann einen davon wegschmeißen, wenn man das will. Genau. Brainfork führt Multithreading ein mit dem Y-Kommando. Wenn man das erreicht, spawnt das einen neuen Thread und ich glaube, in dem Kind setzt es dann eine 0 in das Feld und in dem Elternprozess geht es eins nach rechts oder sowas. Darüber kann man ihn unterscheiden. Genau, und Ook ist im Grunde Brainfuck, aber die 8 Kommandos sind durch verschiedene Intonationen von Ook ersetzt. So mit Fragezeichen oder Ausrufezeichen oder so, mit dem expliziten Ziel, dass es dann Orang-Utans aussprechen können. Ja. Gut, so viel zu Brainfuck. Die nächste Sprache, die ich euch zeigen will, ist Intercal. Intercal wird von vielen als die älteste esoterische Programmiersprache angesehen. Die wurde 72 entwickelt von diesen Herren. Also so sehen die heute aus. Damals waren die irgendwie gerade mit ihrem Studium fertig, haben ein bisschen zu viel getrunken den Abend, glaube ich, und haben sich dann irgendwie lustige Namen ausgedacht für die ganzen Sonderzeichen. Zum Beispiel dachten sie, es wäre doch lustig, wenn man doppelte Anführungszeichen Rabbit Ears nennt oder das Add-Zeichen Whirlpool oder so. Das fanden sie ganz lustig und irgendwie ist daraus dann eine komplette Programmiersprache entstanden, ich weiß auch nicht, die möglichst anders sein sollte, so als die Sprachen, die damals verwaltet waren, wie Fortran oder COBOL. Ja, das heißt, das ist wirklich eine ganz weirde Sprache, die irgendwie, also angefangen bei den Namen, die Operatoren sind merkwürdig, die Eigenschaften sind komisch. Ihr werdet das sehen. Der ausgeschriebene Name ist Compiler Language with no pronounceable acronym, was dann die Autoren halt zwangen, einen anderen auszusuchen. Ja. Und das Handbuch davon ist wirklich lustig. Also wenn ihr euch nach dem Vortrag mal mit irgendwas beschäftigen wollt, lest das Handbuch von Intercal, ist meine Empfehlung. Ich habe euch ein paar Auszüge mitgebracht. Unter keinen Umständen darf man den Mesh-Operator mit dem Interleave-Operator verwechseln, außer unter verwirrenden Umständen. Definition von Array-Dimensionen wird später in mehr Detail diskutiert, weil es in weniger Detail zu diskutieren schwierig wäre. Präsentiert irgendeinen beliebigen Ausdruck, außer umgangssprachlichen und Gesichtsausdrücken. Operatorenreihenfolge ist wie folgt. Dann kommt so eine leere Seite und ganz unten steht, der Rest der Seite wäre absichtlich freigelassen worden. Also es gibt keine Operatorenreihenfolge, das ist irgendwie beliebig. Und ja, naja. Und es gibt eine Fußnote mit diesem Inhalt, die nicht referenziert ist. Na gut, hier ist ein Beispiel in Intercal. Ihr seht in Zeile 1 als erstes das Please. Intercal hat nämlich eine Höflichkeitsanforderung. Es fordert, dass mindestens ein Fünftel der Zeile mit Please beginnen müssen, weil sonst wäre das unhöflich. Aber höchstens ein Viertel, das wäre sonst schleimig. Das heißt, ich habe jetzt hier irgendwie in diesen 7 Zeilen 2 davon zu Please gemacht, das ist okay, sonst compilt das nicht. Okay, das ist so ein Präfix, den man vor die Zeile setzt. Dann kommt write in spot one. Spot one ist eine Variable, die 16-Bit lang ist. Und die Eingabe erfolgt in ausgeschriebenen Ziffern. Ja, also 5-4, wenn man das eingibt, dann wird in diese Variable die Darstellung einer 54 geschrieben. Genau, wenn man eine Zeile nicht mit please beginnt, beginnt man sie mit do. Do come from 42. Das merken wir uns mal, die macht aber erstmal nichts. In Zeile 5, das ist eine Zuweisung mit dem Angleworm.
ne, in ToSpot1. Und das, der Ausdruck, der auf der rechten Seite steht, ist unsere Spot1-Variable. Dann kommt der Big Money-Operator. Und Mesh 0 ist dann tatsächlich das literale 0. Also das sind hier die beiden Werte, die wir jetzt mit dem Operator verknüpfen. Das ist ein Mingle-Operator. Mingle macht Folgendes, der nimmt die einzelnen Bits der beiden Argumente und verwebt die so abwechselnd. Das ist dann das Ergebnis. Ne? Das ist jetzt unser ursprünglicher Wert, aber da sind Nullen zwischen gestopft. So, okay, das haben wir. Jetzt weisen wir noch ToSpot2 was zu in der nächsten Zeile. Vorne steht, das ist irgendwie der 16-Bit-Wert, der nur aus Einsen besteht. Und hinten eine 1. Die vermingeln wir jetzt auch. Dann haben wir das. Also Einsen und Nullen abgewechselt und die letzte Null ist aber durch eine 1 ersetzt. Okay, und in Zeile 7 sehen wir jetzt den zweiten und letzten Operator, den es gibt. Das ist das Squiggle. Ja, seht ihr? Das ist eine Filteroperation. Die nimmt das erste Argument, das ist unser ToSpot1, und wählt daraus die Bits aus, die in dem zweiten Argument als Einsen gesetzt sind. Das heißt, wir haben unseren Filter so gebaut, also dieser untere Wert, dass wir jedes zweite Bit davon auswählen und das letzte auch. Und das Ergebnis ist das, da haben wir wieder unseren ursprünglichen Wert mit einer zusätzlichen Null dahinter. Das heißt, wir haben unseren Wert mit 2 multipliziert. Das ist meines Wissens die einfachste Möglichkeit, einen Wert mit 2 zu multiplizieren in den Takai. Es gibt eine Standard-Library, die man aufrufen kann, die auch man für Multiplikation benutzen kann, aber intern macht die das. Gut, ja. Jetzt kommt so ein Line-Label 42, was man auch vor Zeilen schreiben kann, wie in Basic ungefähr. Haben wir es einfach so definiert, das ist Zeile 42. Do read out spot 1, da geben wir jetzt unseren berechneten Wert aus. Aber nicht so, wie ihr das erwartet, sondern in römischen Ziffern. Weil, warum nicht? Gut, und weil das jetzt Zeile 42 war, greift das Kampfform, das ist so das Gegenstück zum Go-To. Wir springen da jetzt hin in Zeile 3 und dann wird das wiederholt. Das ist ein Loop. Ja, das heißt, wir multiplizieren jetzt den Wert, den wir da haben, immer wieder mit 2 und geben das aus. Bis irgendwann der Wert zu groß ist, als dass er in 16-Bit passt, dann gibt es die Fehlermeldung ICL 275i, don't bite off more than you can chew. Und in Zeile 11 dieses give up, damit muss man ein Intercal-Programm beenden. Ja. Tja, das Programm, was ihr jetzt gesehen habt, war geschrieben in C-Intercal. Das wurde 1990 released von Eric Raymond. Den kennt ihr vielleicht als Autor von FetchMail oder als Maintainer des Jargon-Files. Der hat sich dem mal angenommen. Denn das ursprüngliche Intercal war für so einen speziellen Zeichensatz entwickelt für Lochkarten. Da sehen die Operatoren ein bisschen anders aus. Das ist jetzt so der moderne Dialekt. Ja. Es gibt eine überraschend große aktive Community um Intercal, die auf Medienlisten sich austauschen über die Sprache, irgendwie Programme schreiben, sich Varianten ausdenken und so. Unter anderem hat Donald Knuth mal einen Bug-Report geschrieben 2010. Das war so sinngemäß, er hätte jetzt irgendwie eine Woche damit verbracht, ein Intercal-Programm zu schreiben und hätte da in der Standard-Library einen Bug gefunden. Und der wurde dann gefixt. Ja. Knuth ist ordentlicher Mensch. Genau, und Google hat einen Style-Guide rausgebracht. Kein Witz, hier ist ein Ausschnitt daraus. Da geht es darum, wie man am besten Zeilen umbricht. Diese einfachen doppelten Anführungszeichen habe ich jetzt nicht erklärt, weil wir die nicht brauchten, aber die lösen diese fehlende Operatorenreihenfolge auf. Also wenn man was in Klammern, in Anführungszeichen fasst, dann wird das als erstes mal berechnet. Und da werdet ihr natürlich auch einsehen, dass es nicht so sinnvoll ist, eine Zeile mit einer öffnenden Klammer anzufangen, sondern stattdessen lieber mit einem Squiggle-Operator. Ist leichter zu lesen, ne? Ja. Es gibt ein paar Varianten von Intercal, zum Beispiel Tri-Intercal. Das operiert auf ternären Werten. Da ist dann, da sind halt die Operatoren ein bisschen anders definiert, dass sie halt nicht auf Bits, sondern auf Tritts operieren. Klingt lustig. Threaded Intercal kann mit mehreren Kampfforms umgehen, die sich auf die gleiche Zeile beziehen. Wenn man diese Zeile erreicht, dann spawnt man einen Thread für jedes Kampfform und man geht halt in beide in den Threads. Genau. Und Backtracking-Intercal hat noch das Maybe-Label.
Das ist tatsächlich einigermaßen sinnvoll. Das schreibt man vor Zeilen und wenn man das erreicht, dann wird der komplette Programmstate so auf den Stack geschmissen quasi. Dann kann man später zu dem zurückkehren, wenn man irgendwie feststellt, dass man, was man mit dem Algorithmus gemacht hat, war eine schlechte Idee. Also damit wird es leichter, Backtracking-Algorithmen zu implementieren. Ja. So viel zu Interkai. Die nächste Sprache heißt Bifunch. Bifunch wurde 1993 entwickelt von Chris Pressy. Und seine Motivation war, dass die Sprache für Programme schwer zu parsen sein soll. Da kann ich euch gleich beruhigen. Für Menschen finde ich das eigentlich mit die angenehmste Sprache, so, die ich euch zeigen werde. Die Besonderheit der Sprache ist, dass es sich um eine zweidimensionale Sprache handelt. Es gibt keinen linearen Programmfluss, sondern er geht so auch hoch und runter. Ich werde euch ein Beispiel zeigen gleich. Der Name der Sprache ist offenbar eine vertippte Version von Before, den er mal irgendwie in einem IRC-Chat gemacht hat, das lustig fand und das dann als Name genommen hat. Sonst ist da nichts hinter. Genau, okay, hier ist das erste Beispiel. Bifunch funktioniert so, dass der Programmcode selbst so als Playground benutzt wird. Und es gibt auch einen Leseschreibkopf, der fängt immer ganz oben links an und bewegt sich standardmäßig nach rechts, wenn man ihn nicht umlenkt. Das heißt, was hier passiert ist, irgendwie, es startet da, ne, dann wandert es auf das Zeichen, dann wird es nach unten gelenkt. Ne, dann geht es nach links und wieder nach oben. Das heißt, hier haben wir eine Endlosschleife. Hier ist ein bisschen größeres Beispiel, das startet wieder hier, geht erstes nach unten und dann nach rechts. Der Fragezeichenoperator geht dann in eine zufällige Richtung. Und wenn sich das hier nach links oder rechts bewegt, dann passiert halt nichts, weil wir gleich wieder zum Fragezeichen zurückkommen. Aber wenn wir nach oben oder unten gehen, zum Beispiel nach unten, landen wir hier auf der 1. Wenn wir eine Ziffer erreichen, wird die auf einen internen Stack geschmissen. So, dann, wenn nichts anderes angegeben ist, dann geht der Programmfluss weiter in die Richtung, in die wir gerade unterwegs waren. Das geht dann hier weiter nach rechts, dann nach oben und nach links. Dann kommen wir zu dem Punkt. Und das gibt tatsächlich die Zahl, die wir gerade oben auf dem Stack haben, aus. Dann gehen wir weiter und dann wieder beim Fragezeichen. Das heißt, das gibt uns zufällige Binärstrings, dieses Programm. Genau. Hier ist noch eins, was nicht diese Zweidimensionalität benutzt, wo man sieht, wie man in Bifunch rechnen kann. Das schmeißt nacheinander drei Sechsen auf den Stack, einzeln. Das Mal nimmt dann die beiden oberen Elemente, multipliziert die und schmeißt das Ergebnis wieder auf den Stack oben drauf. Hat man eine 36. Und das Plus addiert das dann zu der dritten 6, die wir noch haben. Und dann geben wir das aus. Ist das 2D-Vor? Fühlt sich so ähnlich an, ne? Also es ist auch so eine Postfix-Notation, die man da zum Rechnen benutzt zumindest, ja. Wenn du so willst. Genau. Punkt gibt es aus, Add beendet das Programm. Und das ist dann halt die Ausgabe in dem Fall, genau. Gut. Hier ist noch ein umfangreicheres Beispiel. Das ist eine ROT13-Implementierung, ne? Was auf die Buchstaben des Alphabets, also alle Buchstaben 13 Schritte im Alphabet weiterschiebt. Wie funktioniert das? Wir fangen wieder hier an. Die Tilde, Squiggle hätte ich fast gesagt, die Tilde liest vom Benutzer ein ASCII-Zeichen ein und schreibt dessen Wert in den Stack rein. Doppelpunkt verdoppelt das. Dann die Anführungszeichen machen den String-Mode an. Im String-Mode werden Zeichen, die man erreicht, nicht irgendwie als Befehle interpretiert, sondern tatsächlich, da werden die ASCII-Zeichen der Werte auf den Stack geschrieben. Also hier, das ist ein Backtick mit dem ASCII-Wert 96, das wird da reingeschmissen. Und wenn man ein weiteres Anführungszeichen erreicht, dann geht der String-Mode wieder aus. Das heißt, ab jetzt haben die Zeichen wieder ihre eigentliche Bedeutung. Hier kommt ein weiterer Backtick als Befehl, macht der folgendes, der guckt sich die beiden oberen Stack-Elemente an und vergleicht die. Und wenn das obere Stack-Element kleiner ist, dann erzeugt es an der Stelle eine 1. Ausrufezeichen invertiert das. So, jetzt gehen wir nach unten und erreichen den Unterstrich. Das ist auch ein Test, der guckt sich den Wert oben auf dem Stack an. Und wenn wir da eine 0 haben, dann geht es nach rechts, ansonsten nach links. Das heißt, in diesem Fall werden wir jetzt nach rechts abbiegen. Okay, was hat diese obere Zeile gemacht? Die hat geguckt, ob das Zeichen, das wir als Eingabe reingetan haben, ob das mindestens ein kleines a ist. Ja. In dem Fall gehen wir jetzt nach rechts. In allen anderen Fällen werden wir nach links abbiegen. Und weil wir jetzt ein kleines h hatten, machen wir hier weiter. Und die Zeile, die jetzt kommt, macht wieder sowas Ähnliches. Die guckt, ob es höchstens ein kleines z ist. Ja, schmeißt da irgendwie
diesen ASCII-Wert des Sets auf den Stack, vergleiche das hier wieder, diesmal ohne invertieren, weil wir gucken wollen, ob wir drunter sind. Und in dem Fall haben wir jetzt auch eine Null, weil wir unter dem kleinen Set sind mit unserem H und biegen nach rechts ab. Und diese dritte Zeile guckt jetzt, ob wir in der vorderen oder der hinteren Hälfte des Alphabets sind, ja, anhand, dass wir es vergleichen mit dem kleinen M. In dem Fall sind wir halt in der vorderen Hälfte, dann kriegen wir am Schluss eine Null. Gut, gehen wir runter und nach links. Und jetzt kommt an der Stelle der senkrechte Strich. Der ist auch wieder ein Test, ob wir eine Null oder eine Nicht-Null haben. Und bei einer Null würde es jetzt nach unten gehen. Und da addieren wir eine 9, eine 4. Und dann haben wir Rot 13 auf unser kleines H gemacht. Dann gehen wir weiter in die Richtung, landen in dieser Lane auf der linken Seite, gehen da nach oben. Ja, und das Komma gibt das dann aus. Und das Programm ist halt so gebaut, dass es für Nicht-Buchstabenzeichen einfach nichts macht. Da werden wir dann von den Unterstrichen irgendwie abbiegen in die Lane, ohne Berechnung auszuführen. Und dann geben wir einfach das Originalzeichen wieder aus. Und was bei Großbuchstaben passiert ist, dass wir beim ersten Test, wenn wir gucken, ob wir unter einem kleinen A sind, das ist dann dort gegeben. Ja, dann könnte es noch ein Großbuchstabe sein. Dann landet man bei diesem V, was jetzt gerade rechts vom Head ist. Und dann kommen wir in die untere Sektion quasi. Da gucken wir dann, ob es mindestens ein großes A ist und höchstens ein Z und dann wieder in welcher Hälfte es ist und dann gehen wir in die Mitte. Genau. Das ist dann das Ergebnis des ganzen Programms. Jo. Bifunch. Um Bifunch hat sich relativ früh entwickelt die Bifunch Mailing List, weil das irgendwie viele Leute cool fanden. Und die ist insofern von Bedeutung, als das später so das zentrale Organ der esoterischen Programmiersprachen-Community wurde, nämlich die Esoteric Topics Mailing List. Das heißt, da haben sich tatsächlich viele Leute eingefunden, die später esoterische Programmiersprachen entwickelt haben. Auch da gibt es viele aktiv maintainte Interpreter und Compiler, zum Beispiel Bifunjit, das ist ein Just-in-Time-Compiler dafür. Der guckt sich so die Wege durch das Programm an, die statisch sind und sich nicht verändern können und compilt die schon mal vor. Bifunj hat Befehle, die tatsächlich auch den Programmcode verändern, indem sie da was rein- und rausschreiben irgendwie. Und wenn sich da was ändert an einem Pfad, dann wird halt dieser Teil neu compiled. Genau, dadurch ist Bifunjit tatsächlich eine sehr schnelle, erlaubt eine sehr schnelle Ausführung davon. Genau, jemand hat einen IRC-Client geschrieben mit 10.000 Zeichen. Der ist super hübsch strukturiert, das könnt ihr euch mal angucken. Das sind so einzelne Abschnitte und dann irgendwie hier so ist ein Stück, das irgendwas macht, auch mit Kommentar. Ne? Also kann man auch so Text reinschreiben, wenn man da nicht zufällig drin landet, macht das ja nichts. Und ja, empfehle ich, das mal rauszusuchen. Varianten gibt es ein paar. Also Pressy hat nicht nur Bifunch entwickelt, sondern auch Unifunch, was halt eine eindimensionale Variante ist. Ist ein bisschen langweilig. Und Trefunch ist dreidimensional. Hat dann spezielle Zeichen, die die Ebene wechseln im Programm. Ja. Weird ist eine Variante, die ist irgendwie als Kooperation entstanden auf dieser Mailingliste. Da haben sie überlegt, wir hätten gerne weniger Instruktionen. Zum Beispiel nur eine einzige. Da sind sie dann am Schluss drauf gelandet. Also alle Nicht-Whitespace-Zeichen machen das Gleiche. Und das funktioniert so, dass man mit diesen, also mit beliebigen Zeichen so Schnüre bildet, die dann irgendwie abbiegen können, so in verschiedenen Winkeln. Und der Winkel bestimmt dann, was an der Stelle passiert. Ja. Und Path ist so eine Mischung aus Bifunch und Brainfuck. Also der Source Code selbst ist eindimensional wie bei Brainfuck und bestimmt, was passiert. Und das Playfield ist zweidimensional und da kann man Sachen reinschreiben und Dinge rumkopieren und so drin rumlaufen. Genau. Ja. Das war Bifunch. Nächste Sprache heißt Melbourg. Melbourg wurde 98 entwickelt von Ben Olmsted. Der sich so die Sprachen, die wir bisher gesehen haben, angeguckt hat, zum Beispiel Brainfuck und Intercal und so. Und das fand er alles viel zu leicht zu verstehen und zu einfach. Und der wollte mal eine Sprache machen, die wirklich schwer zu verstehen und hart zu benutzen ist. Ja. Und das ist ihm so gut gelungen, dass es tatsächlich von 98 an, also von der Veröffentlichung der Sprache, 2 Jahre dauerte, bis das erste nicht-triviale Programm geschrieben wurde, das nicht leer ist zum Beispiel. Das zeige ich euch gleich. Ja. Der Name kommt von Malebolge, das ist in Dantes Inferno der 8. Kreis der Hölle, wo Menschen gefoltert werden. Das ist vielleicht ganz passend. Gut, ja. Melbourg funktioniert so, das ist im Grunde eine einfache virtuelle Maschine, was da drin steckt. Mit einer CPU mit 3 Registern, A, C und D irgendwie. Und dann gibt es
3 hoch 10 Speicherzellen, die jeweils 10 Trits enthalten wieder, ne? Zur Basis 3. Ja, weil klingt praktisch. Und was Mailbox dann macht, ist den Programmcode in diese Speicherzellen reinladen und vorne anfangen. Die Register werden wie auf 0 gesetzt. C ist der Code-Pointer, ne, der bestimmt dann, welche Instruktion es jetzt ausgeführt wird. Und dann startet es halt vorne. Und was dann für jede Instruktion passiert ist, man zieht davon erstmal 33 ab und addiert C dazu, nimmt Modulo mit 94. Ihr lacht schon. Als nächstes wird eine Substitutionsverschlüsselung darauf angewendet. Das ist eine relativ einfache, das ist einfach ein langer String mit ASCII-Zeichen durcheinander gewürfelt, wo dann der aktuelle Wert als Index für genommen wird. Ne? Das swappt einfach irgendwie die Zeichen durch. Genau. Und wenn wir dann irgendwie eins dieser 8 Zeichen haben, wird das ausgeführt. Irgendwie J und I erhöhen verschiedene Register, mal ist so eine Rotation im Akkumulator. P ist die Crazy-Operation, das ist so ähnlich wie XOR, aber halt für tertiäre Werte. Und ja, die restlichen sind für Ein- und Ausgabe und um das Programm anzuhalten. Und ich glaube, O macht einfach nichts. Ja. Wenn man irgendwie was anderes hat, stürzt das Programm ab. Ja. Wenn man es ausgeführt hat, zieht man nochmal 33 ab, wendet eine andere Substitutionsverschlüsselung an und schreibt das dann wieder in die Speicherzelle, wo es vorher war. Also man verändert das Programm, während man es ausführt. Genau, und dann inkrementiert man C und D. D ist so, kann man als Data Pointer benutzen, das ist natürlich höchst praktisch, dass der dann auch erhöht wird, gleich für einen so als Service. Okay. Bei dieser Sprache ist es so, dass ich euch das Beispiel nicht erklären kann, weil es wirklich, es ist nicht nachzuvollziehbar. Das ist Hello World. Das ist tatsächlich das original erste Programm, was nach diesen 2 Jahren mal entwickelt wurde. Und da hat sich jemand hingesetzt und per Brute Force einfach das gesucht. So, okay. Also tatsächlich relativ viele kluge Optimierungen reingemacht irgendwie, dass er guckt, wenn er zum Beispiel schon mal ein großes H hat oder sowas, dass er sich das merkt irgendwie. Und er schreibt dann so irgendwie, nach ein paar Stunden hatte er dann das. Die Ausgabe ist Hello World mit großen Kleinbuchstaben, weil er da einfach aus Optimierungsgründen nicht das unterschieden hat. Aber immerhin. Ja. Ja. Großer Spaß. 2005 hat dann Louis Schaeffer eine Kryptoanalyse gemacht und dabei festgestellt, dass diese beiden Substitutionsverschlüsselungen so Loops beinhalten, wo irgendwie nur 3 Zeichen immer wieder herumgetauscht werden. Und das konnte er sich ausnutzen, um relativ leicht funktionierende Mailbox-Programme zu entwickeln. Er hat dann ein Paper darüber geschrieben und irgendwie darin machte er Vorschläge, wie man die Sprache wieder reparieren könnte und noch schwerer machen irgendwie. Er schlägt zum Beispiel auch vor, den Crazy-Operator weniger nützlich zu machen. Und ja. Und in der US-amerikanischen Fernsehserie Elementary in einer Folge kommt ein Mailbox-Programm vor. Das ist irgendwie der Schlüssel, also das Programm, was einen irgendwie in eine Bank reinhackt oder so. Allerdings ist das nur ein anderes Hello World-Programm von der Wikipedia mit ein paar Tippfehlern drin. Ja. Mailbox. Gut. Die 5. Sprache ist Shakespeare. Shakespeare wurde entwickelt von diesen beiden Schweden. Und die haben das tatsächlich als Hausaufgabe gekriegt in ihrer Syntaxanalyse-Veranstaltung, irgendwie mal so ein Freestyle, eine Freestyle-Programmiersprache zu entwickeln. Und da haben sie sich überlegt, wir machen mal eine Sprache, die ein ganz festes Thema hat. Ja, in dem Fall lesen sich die Programme tatsächlich so wie Theaterstücke von Shakespeare. Und sie schreiben dazu, es kombiniere die Exklusivität von Basic mit der Benutzerfreundlichkeit von Assembler-Code. Aber dafür sieht es hübsch aus. Es geht los. Die erste Zeile ist der Titel bis zum ersten Punkt. Es hat keinerlei Bedeutung, das ist einfach nur so als Flavortext, wird im Grunde ignoriert. Die nächsten 3 Zeilen definieren dann die Variablen. Die heißen hier Juliet, Romeo und Mercutio. Das ist einfach eine feste Liste von Shakespeare-Charakteren, die man da benutzen kann. Die sind standardmäßig den Wert 0 und sind nicht auf der Bühne. Und das Programm ist dann strukturiert in Akte und Szenen. Akt 1, Szene 1. Juliet beleidigt alle. Juliet und Mercutio kommen auf die Bühne. Und jetzt unterhalten die sich und dabei weisen sie einander Werte zu.
Ja, also Mercutio sagt jetzt, you charming angel zu Juliet. Und was das bedeutet ist, Angel ist ein positives Nomen und dadurch wäre es erstmal grundsätzlich der Wert 1. Jedes Charming wird das dann verdoppeln. Alle Adjektive, die man da vorhängt, werden das verdoppeln. Genau. So dass wir hier dann Charming Angel ist der Wert 2, den versen wir jetzt Juliet zu. Und das überschreibt er dann aber gleich, indem er sagt, you are as beautiful as a flower. Und das funktioniert so, you are as bla 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 as, und dann kommt wieder ein Wert. Also flower ist einfach wieder ein positives Nomen, ist ein 1. Tja, Juliet sagt, you are a disgusting, smelly, lying, rotten, dirty pig. Pig ist eine minus 1 und das wird jetzt 5 mal 2 genommen. Dadurch kriegt man diese minus 32. Dann sagt sie noch, you are as small as the difference between nothing and thyself. Das ist jetzt eine Rechnung. Ne? Im Grunde Mercutio gleich 0 minus Mercutio, sodass es dann ins Positive geflippt wird. Gut, Mercutio verlässt die Bühne, Romeo kommt. Juliet sagt, you devil, minus 1. You are nothing, 0. Romeo sagt, open your heart. Das führt dazu, dass Juliet ihren Wert als Zahl ausgibt. Und dann sagt er, remember me. Das tut, also jeder Charakter hat einen eingebauten Stack zusätzlich. Das pusht dann seinen eigenen Stack auf Juliet drauf. Gut, Juliet verlässt die Bühne. Szene 2. Mercutio. Jetzt unterhalten sich die beiden. Romeo fragt jetzt Mercutio, are you better than me? Das ist ein Test. Ne? Also da guckt er jetzt, ob Mercutio einen höheren Wert hat als er selbst. In diesem Fall ist das tatsächlich so. If not, let us proceed to scene 4. Das greift jetzt allerdings nicht, ne? Weil Mercutio ist ja größer. Speak your mind. Gibt den Wert von Mercutio als ASCII-Zeichen aus, ist ein Space. Gut. Mercutio. You are as miserable as the sum of thyself and a stonewall. Das ist Romeo gleich Romeo plus 1. Stonewall ist ein zusammenhängendes Nomen, das ist ein positives. Genau. Remember yourself. Das tut Romeos eigenen Wert auf sein Stick. Mercutio verlässt die Bühne. Szene 3. Juliet. You are me. Das weist Romeo ihren eigenen Wert zu. In dem Fall sind die beide gleich, deshalb passiert nichts. Also, habe ich gar nicht gesagt, oben steht das, ne? Das berechnet die Fibonacci-Reihe. Und das fängt halt mit 2-1 an. Romeo sagt, we call our eternal love. We call, führt dazu, dass Juliet ihren Stack-Wert nimmt und wieder sich selbst zuweist. You are as happy as the sum of thyself and me. Das addiert den vorigen Wert, der die 0 war, auf Romeos Wert, was die 1 ist, deshalb hat sie jetzt die 1. Open your heart, gibt das wieder aus. Remember me, tut dann wieder seinen Wert auf Juliet's Stack. Und Juliet sagt, recall that you all must die. Das ist wieder dieses Recall, ne? Das nimmt den Stack-Wert und weist es Romeo zu. Exit Juliet. Und Romeo sagt, we must return to scene 2. Das ist jetzt der Loop zurück auf Szene 2. Also kurz zur Bedeutung der Charaktere. Mercutio hat nur eine Funktion, er ist ein Space. Nein, er hat tatsächlich 2. Er ist ein Space und er bestimmt die Anzahl der Fibonacci-Zahlen, die wir jetzt ausgeben werden. Dadurch, dass Romeo der Counter ist. Romeo wird immer um 1 erhöht, ne, mit dem you are as happy as the sum of thyself and the stonewall. Das erhöht ihn dann um 1. Und dann gibt es ja vorne diesen Test, der guckt, ob Romeo größer ist als Mercutio. Und in dem Fall bricht dann das Programm ab. Genau, das ist so die Doppelfunktion von Mercutio. Juliet merkt sich die beiden Fibonacci-Zahlen. Also ihr eigentlicher Wert ist irgendwie der größere und der auf ihrem Stack ist der davor. Und diese Berechnung in der Szene weiß halt, dass sie sich addieren und ja, genau. Gut, geht's zurück zu Szene 2, dann wird das geloopt. Ja. Genau, die ganzen Durchläufe habe ich jetzt mal übersprungen und Romeo ist jetzt tatsächlich beim Wert 32 angekommen, wurde oft genug erhöht. Und wenn er dann fragt, are you better than me, dann ist das natürlich nicht der Fall. If not, let us proceed to scene 4. Und das ist jetzt eine Szene, die hat tatsächlich eigentlich keine Bedeutung mehr. Das ist nur noch so ein bisschen zum Flavor. Sagt Mercutio, are you better than me, you bastard? Und geht und Juliet kommt und Romeo macht sich Hoffnung, aber Juliet will nichts von ihm.
You are as bad as my Couture. We call my final goodbye. Ja, das ist das Programm. Eine lustige Geschichte dazu. Ihr erinnert euch vielleicht an DCSS. Das war ein Algorithmus, um DVDs zu entschlüsseln, ne? Wo es vor vielen Jahren mal großes Drama darum gab, inwiefern das veröffentlicht werden darf und exportiert und so weiter. Und da hat sich irgendwie der Autor einer Implementierung an die beiden gewendet und vorgeschlagen, man könnte doch den Algorithmus in Shakespeare implementieren, dann wäre es durchs Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Ich glaube, die beiden hatten zu dem Zeitpunkt keine Zeit dazu, deshalb ist das nie passiert, aber ist eine ganz charmante Idee. Ja, und es gab tatsächlich eine Shakespeare-Aufführung 2007. Ich gucke mal, wie viel Zeit wir haben. Wir haben auf jeden Fall Zeit, das abzuspielen. Das zeige ich euch mal. Thou art as evil as the product of a beggar and a goat. Sorry. Thou lovely fair, amazing sweet red rose. So sieht das aus. Was fragst du? Reflektieren? Nicht, dass ich wüsste. Also, das ist so, also, das ist sowieso die einzige Aufführung, die ich gefunden habe. Und ja. Hast du noch, also, was meinst du, wie weit kann man das treiben? Ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine recht simple Version zu einer Art Version. Ja. Ich meine, ob man das über Komplexität so weit treiben kann, dass man tatsächlich ein Shakespeare-Stück, groß nachschreiben könnte und dann gucken würde, hey, was hat Shakespeare da am Ende für Wunsch? Du bist eingeladen, das auszuprobieren. Es ist, glaube ich, in vielen Aspekten tatsächlich schwer, das in Shakespeare
so zu schreiben, dass es tatsächlich compiled, zum Beispiel, wenn drei Figuren gleichzeitig auf der Bühne sind. Ja? In Shakespeare kannst du wirklich nur zwei haben, die gleichzeitig da sind, damit es eindeutig ist, mit wem er sich gerade unterhält. Genau, aber ich habe eine lustige Idee. Genau. Das stimmt, ja. Könnte man vielleicht die Szene wechseln, so die räumliche Szene, ne, irgendwie. Ja. Na gut, ich sehe schon, ihr habt gute Ideen. Es gibt noch ein paar andere Sprachen, die so ein festes Thema haben. Da will ich euch noch ein paar zeigen. Es gibt zum Beispiel Chef. Chefprogramme lesen sich wie Kochrezepte. Da gibt es irgendwie verschiedene Schüsseln, in die man Sachen reintun kann. Also Schüsseln sind Stacks und die Zutaten sind dann irgendwie Zahlen und Buchstaben und so. Und dann tut man die am Schluss irgendwie in den Ofen und dann wird es ausgegeben oder so. Ganz niedlich. Taxi ist eine Sprache, die liest sich wie Anweisungen an einen Taxifahrer, der irgendwie Leute durch Manhattan fährt. Und seine Fahrgäste sind dann die Variablen und die Orte bestimmen, was mit denen passiert. Genau, LOL-Code ist euch vielleicht ein Begriff. Das ist so LOL-Cat-Sprache, I'm in your loop, cat thanks bye. Und worauf ich hingewiesen wurde vor diesem Vortrag ist, es gibt etwas namens Friendship is Magic plus plus. Das liest sich so wie die Briefe an Prinzess Celestia. Genau. Das war so der Bereich thematische Sprachen. Damit sind wir mit den fünf, die ich euch zeigen wollte, auch durch. Aber ich habe euch noch einige wenige mitgebracht, die es aus meiner Sicht wert sind, dass ihr euch da nochmal mit beschäftigt, wenn euch das interessiert. Also Pete ist auch relativ bekannt. Ne? Pete-Programme sind Bilder, die so aussehen wie abstrakte Gemälde von Pete Mondrian. Und das ist auch, da gibt es auch so einen Kopf, der da durchläuft und irgendwie die Farbwechsel bestimmen dann, was passiert. Das klingt ziemlich charmant. Das ist tatsächlich relativ schwer für Menschen nachzuvollziehen, was das ist irgendwie. Also was ihr abgebildet seht, ist tatsächlich ein Brainfuck-Interpreter. Und, weiß nicht, es gibt Beispiele, da ist dann irgendwie ein gigantischer roter Kreis, wo irgendwie der Lesekopf durchläuft, aber auch irgendwie die Fläche anguckt und es berechnet dann Pi. Und da steht dann irgendwie noch im Kommentar, wenn man diesen Kreis größer macht, dann wird das Programm genauer. Ja. Ja. Könnte man prinzipiell ein Programm schreiben, das irgendein Bild in ein für diese Sprache lesbares Format versetzt und dann gucken, hey, was? Also die Frage war, kann man ein beliebiges Bild nehmen und das so bearbeiten, dass man es mit Pete ausführen kann? Ne? Und auf jeden Fall, ich glaube, Pete hat nur 8 verschiedene Farben, die was tun oder die zulässig sind oder so. Da müsste man dann irgendwie drauf diskretisieren, aber das ginge. Auf jeden Fall. Und die allermeisten werden dann irgendwie random im Kreis fahren und irgendwie Müll ausgeben wahrscheinlich, aber ja. Genau. Aceto ist noch eine weitere zweidimensionale Sprache. Da ist der Source-Code ein Quadrat aus Zeichen und der Programmfluss folgt dann einer Hilbert-Kurve dadurch. Das ist so eine raumfüllende Kurve, die, wenn sie größer wird, sich immer mehr verfaltet sozusagen. Und da kann man dann auch Abbiegungen machen und irgendwie Abkürzungen nehmen und so. Das ist ganz nett. Genau. Whitespace kennt ihr vielleicht auch. Das benutzt nur die Zeichen Space, Tab und Return. Simuliert intern irgendwie auch Stacks, wo es Sachen draufschmeißt und rumrechnet und so. Genau, beliebt zum Verstecken im Quelltext von Webseiten oder so zum Beispiel. Genau, und Slashes ist eine lustige Sprache, die hat als einzige Operation String-Ersetzung. Also da steht in der ersten Zeile irgendwie ein String und alle anderen Zeilen sind dann Ersetzungsoperationen und ist Turing-complete. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ja. Genau, Velato als erstes noch, da sind die Programme MIDI-Files, die Tonhöhen und die Harmonien und die Längen bestimmen, was passiert. Und aus irgendeinem Grund neigen Velato-Programme dazu, wie Jazz zu klingen. Genau, für viele, viele, viele mehr guckt ihr am besten in das Esolangs-Wiki. Das ist eine wirklich gute Seite, die unheimlich viele esoterische Sprachen enthält, die auch sehr gut kategorisiert. Ja, das wäre so der erste Anlaufpunkt, glaube ich, wenn ihr da was zu rausfinden wollt. Genau. Damit sind wir auch durch. Ihr findet unter diesem Link die Slides und verschiedene Referenzen. Und dann bedanke ich mich sehr für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit.
Wenn ihr noch Fragen habt, mal her damit. Ja. Du sagtest vorhin, es gibt diesen Hook, also Orangutans, was genau. Dann auf Brainfuck. Ja. Ich weiß, es gibt noch Mu. Ist es am Ende auch Brainfuck, was dahinter steckt? Habe ich noch nie gehört. N-O-O geschrieben, oder? M-U-U. Ich glaube tatsächlich, das ist dann die Variante, die Kühe aussprechen können. Ja, genau. Ich denke, das ist, also das sind immer, das ist dann Mu, Mu wahrscheinlich, ja, mit Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Aha. Das klingt schon so, als könnte es gut auf Brainfuck zurückzuführen sein, ja. Noch andere Fragen? Ja. Ja. Ich hatte im Kopf gehabt, das auch gerade nochmal auf Wikipedia nachgelesen, dass Pete gar nicht Turing vollständig ist. Wie kann man denn dann darin einen Brainfuck-Interpreter schreiben? Weißt du, aus welchem Grund das nicht, also die Frage, achso, genau, war ja ein Mikrofon. Weißt du, warum es nicht Turing vollständig ist? Weil man irgendwie nicht auf den kompletten Stack zugreifen kann, weil der Stack nicht wahlfrei ist oder so, stand zumindest auf Wikipedia. Ja, also bei Pete weiß ich tatsächlich ziemlich wenig drüber. Bei manchen Sprachen ist das Problem, dass der Speicher limitiert ist. Ne? Zum Beispiel bei Intercal gibt es ja irgendwie diese 3 hoch 10 Speicherzellen. Das verhindert dann halt auch irgendwie, dass du wirklich explizit Turing-vollständig sein kannst, wenn du begrenzten Speicher hast. Aber bei Pete weiß ich das leider nicht. Warum beschäftigt man sich jetzt damit? Also ich meine, außer dass man mal über Wikipedia gestolpert ist und das cool fand, oder hat das noch irgendeinen praktischen Sinn, sag ich mal? Du siehst, es macht zumindest Spaß, oder? Sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, irgendwie für diese beiden Schweden war es irgendwie eine Hausaufgabe und keine Ahnung, ich hatte hier noch aufgeschrieben, künstlerischer Ausdruck wäre eine Motivation, mit der man sich damit beschäftigen kann. Ja, irgendwie Herausforderungen für einen selbst. So. Genau. Aber natürlich fragt man sich das erstmal, wenn man in dieses Themengebiet kommt, ja. Gut, alles klar. Ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen. Ich bin sonst auch noch hier. Genau, gut, danke euch nochmal.